Hallo und willkommen zu unserer Jahreshauptversammlung live aus dem World Conference Center in Bonn. Ich bin Marlene, Social Media Managerin bei Covestro. Unser Alltag ist nach wie vor geprägt durch das Coronavirus. Aus diesem Grund wird unsere Jahreshauptversammlung in diesem Jahr wieder virtuell stattfinden. Um die Gesundheit und Sicherheit der am Event beteiligten Personen zu gewährleisten, folgen wir einem strengen Hygiene- und Sicherheitskonzept. Unser Aufsichtsratsvorsitzender wird in Kürze die sechste Jahreshauptversammlung eröffnen. Der Vorstand wird dann einen Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres geben, unsere Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 sowie die Neuausrichtung unserer Strategie vorstellen. Bleiben Sie also dran, gleich geht es los. 2020. Was für ein Jahr. Das Coronavirus hat uns eine Menge abverlangt. Es war einsam und chaotisch und anstrengend für alle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Covestro AG und damit als Versammlungsleiter eröffne ich die sechste ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft. Und begrüße Sie herzlich auch im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats. Diese sechste Hauptversammlung unserer Gesellschaft ist gleichzeitig auch die zweite virtuelle Hauptversammlung der Covestro AG. Die Coronavirus-Pandemie dauert an und bestimmt weiterhin das menschliche Miteinander. Leider haben sich die Hoffnungen, dass wir die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen bis zu diesem Frühjahr überwunden haben, nicht erfüllt. Großveranstaltungen wie eine Hauptversammlung sind weiterhin nicht möglich. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung 2021 nach den Regelungen des Covid-19-Maßnahmengesetzes in der Fassung vom 22. Dezember 2020 als rein virtuelle Hauptversammlung ohne die physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre beziehungsweise ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Wie im vergangenen Jahr können die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte elektronisch ausüben. Die Hauptversammlung wird im Investorportal von Covestro und zudem für die interessierte Öffentlichkeit im Internet in voller Länge übertragen. Meine Damen und Herren, mir ist es wichtig hinzuzufügen, dass Vorstand und Aufsichtsrat den Dialog mit Ihnen schätzen. Und dass das Format einer virtuellen Hauptversammlung für einen solchen Dialog leider nur eingeschränkte Möglichkeiten bietet. Damit Sie Ihre Fragen auf einer umfassenden und aktuellen Informationsbasis an das Unternehmen stellen können, haben wir die Reden des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstands erstmalig bereits eine Woche vor der Hauptversammlung auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht sie konnten und haben uns in diesem jahr ihre fragen zur tagesordnung wieder bereits vorab zukommen lassen und wir werden auf diese fragen im verlaufe der hauptversammlung gerne eingehen. meine damen und herren nach diesen vorbemerkungen komme ich nun zu den formalien dieser virtuellen hauptversammlung die von denen einer hauptversammlung in gewohnter form abweichen. zunächst stelle ich fest die Einberufung unserer heutigen virtuellen Hauptversammlung ist dem Bundesanzeiger vom 4. März 2021 mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen vom Vorstand und Aufsichtsrat form- und fristgerecht veröffentlicht worden. Seither waren alle vorgeschriebenen Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Covestro AG zugänglich die Unterlagen bleiben dort auch jedenfalls noch für die gesamte Dauer dieser virtuellen Hauptversammlung verfügbar. Jeweils ein Exemplar sämtlicher Pflichtauslagen befindet sich heute hier im Versammlungsraum zu Händen von Herrn Notar Dr. Mark Herrmanns mit Amtssitz in Köln, der die Niederschrift über unsere heutige Hauptversammlung führt, wie schon in den vergangenen Jahren. Herr Dr. Herrmanns sitzt. Nehmen mir selbstverständlich mit pflichtgemäßen Abstand, auch ihn begrüße ich sehr herzlich. Der Vorstand der Covestro AG ist heute hier vor Ort anwesend. Ich begrüße ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Markus Steilemann, Herrn Dr. Thomas Töpfer, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, Herrn Dr. Klaus Schäfer, Vorstand für Technik und Produktion und Frau Susheta Govil, die im Vorstand für Innovation, Vertrieb und Marketing zuständig ist. Ich darf bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Frau Govil später noch einen anderen Termin wahrnehmen muss. Aus diesem Grund ist sie leider gezwungen, die Hauptversammlung schon gegen 12.45 Uhr zu verlassen. Ich bitte Sie insoweit um Ihr Verständnis. Aus unserem Aufsichtsrat ist neben mir noch Herr Professor Dr. Rolf Nonnenmacher in seiner Rolle als stellvertretender Versammlungsleiter hier vor Ort. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen virtuell im Wege der beiderseitigen Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung teil. Bei Bedarf können Sie sich untereinander austauschen und mit uns, den hier auf der Bühne anwesenden, in Kontakt treten auch diese virtuelle teilnahme des aufsichtsrats in der hauptversammlung ist den besonderen umständen im zuge der corona virus pandemie geschuldet und hilft uns die zahl persönlicher kontakte so gering wie möglich zu halten. meine damen und herren wir führen selbstverständlich auch für unsere virtuelle hauptversammlung wie gesetzlich vorgegeben ein teilnehmerverzeichnis. Darin sind die hier im Raum anwesenden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die von Ihnen vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre mit ihren jeweiligen Aktienbeständen ausgewiesen. Ich teile Ihnen nun die aktuelle Präsenz mit, wie sie sich momentan aus dem Teilnehmerverzeichnis ergibt. Vom eingetragenen Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 193 Millionen 200.000 Euro eingeteilt in 193 Millionen 200.000 Stück Aktien sind 121.254.412 Stück Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Das entspricht 62,76 Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Darüber hinaus sind Briefwahlstimmen für 112.787 Stückaktien zugegangen. Zusammen liegen damit 121.367.199 Stück Aktien vor. Das entspricht 62,82 Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Meine Damen und Herren, wir führen selbstverständlich auch für unsere virtuelle Hauptversammlung, wie gesetzlich vorgegeben, ein, ähm, Entschuldigung, die Teil-, das Teilnehmerverzeichnis liegt hier im Versammlungsraum aus und wird fortlaufend aktualisiert, soweit erforderlich. Ich werde Ihnen die Präsenz später noch einmal mitteilen. Ich hatte eingangs schon einmal das Thema der Fragestellung erwähnt, die form- und fristgerecht angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre konnten im Vorfeld unserer virtuellen Hauptversammlung über unser Investorportal Fragen zur Tagesordnung einreichen. Dies war bis zum Ablauf des letzten Mittwochs, 14. April 2021 möglich. Insgesamt sind 88 Fragen von zehn Fragestellenden eingegangen. Ich freue mich über das, durch diese große Zahl von Fragen und von Fragestellerinnen und Fragestellern zum Ausdruck gebrachte Interesse an unserem Unternehmen und unserer virtuellen Hauptversammlung. Die Fragen werden wir alle im Anschluss an die Reden des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrats beantworten. Wir werden Ihre Fragen pro Fragestellerin oder Fragesteller beantworten und dabei auch Ihren Namen nennen. Vorausgesetzt, Sie haben ja ein Verständnis dazu bei der Übermittlung der Frage eindeutig erklärt. Beantworten werden wir ihre Fragen jedenfalls so umfassend wie in einer klassischen Präsenz Hauptversammlung. Denn wir legen höchsten Wert darauf, dass Sie als unsere Aktionärinnen und Aktionäre alle notwendigen Informationen erhalten, um heute sachgerecht über die Tagesordnung und über unsere Beschlussvorschläge zu entscheiden. So wollen wir dem Dialog einer physischen Hauptversammlung zumindest so nah wie möglich kommen. Außerdem konnten die form- und fristgerecht angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre auch ihr Stimmrecht bereits im Vorfeld der Hauptversammlung ausüben, entweder in Form einer Briefwahl oder mittels Anweisung und Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Auch während dieser virtuellen Hauptversammlung ist über unser Investorportal auf der Internetseite der Gesellschaft noch eine elektronische Stimmabgabe oder eine Weisungserteilung möglich? Beides solange, bis der Vorstand die vorab eingereichten Aktionärsfragen beantwortet hat und wir zu den Abstimmungen kommen. Ich werde zu diesem Zeitpunkt noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass dann die letzte Möglichkeit zur elektronischen Stimmabgabe oder Weisungserteilung besteht. Ich möchte Sie aber bereits jetzt auffordern, Ihre Stimmen rechtzeitig abzugeben. Informationen zur Ausübung des Stimmrechts finden Sie auch in der Einberufung und auf der Internetseite der Gesellschaft. Schließlich stelle ich fest, eine Ergänzung der Tagesordnung wurde nicht verlangt, Gegenanträge wurden uns nicht übermittelt. So viel zu den Formalien. Meine Damen und Herren, bevor wir zur Tagesordnung kommen, lassen Sie mich kurz auf das vergangene Jahr aus Sicht des Aufsichtsrats zurückschauen. 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Es war damit ein belastendes Jahr für uns alle. So gab es neben den gesundheitlichen Herausforderungen vor allem große Unsicherheiten und Einschränkungen. In der Wirtschaft nicht zuletzt verbunden mit einbrechenden Märkten. Dies hat auch Covestro im ersten Halbjahr 2020 stark zu spüren bekommen. Der Vorstand hat hier jedoch schnell und umsichtig reagiert. Er hat geeignete Maßnahmen getroffen, um den Herausforderungen zu begegnen. Dabei ging es zunächst um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und um das Aufrechterhalten des Produktionsbetriebes und der Lieferketten. Wichtig war immer die Handlungsfähigkeit sicherzustellen, und als Unternehmen weiter zu agieren. Denn ungeachtet aller Schwierigkeiten gab es im vergangenen Jahr wichtige strategische Weichenstellungen. Der Vorstand hat eine langfristige Vision für das Unternehmen bekannt gegeben und richtet infolgedessen die Konzernstrategie neu aus. Und Covestro hat 2020 eine bedeutende Akquisition vereinbart und vor kurzem abgeschlossen. Die ergriffenen Maßnahmen haben dazu geführt, dass Covestro das Jahr 2020 trotz der Belastungen durch die Pandemie erfolgreich abschließen konnte. Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, sollen an diesem Erfolg beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ihnen daher heute eine Dividende von 1,30 Euro vor, über die Sie in Top 2 beschließen werden. Mit 1,30 Euro ist die Dividende um 10 Cent höher als im Jahr 2020 und diese Dividende entspricht einer Ausschüttung von 55 Prozent des Jahresüberschusses. Der Vorstand hat seine Dividendenpolitik zudem auf eine neue Basis gestellt. Das Ziel ist, einen stärkeren Bezug zur wirtschaftlichen Gesamtlage des Unternehmens zu schaffen und natürlich auch zukünftig eine attraktive Dividende auszuschütten. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Steilemann und der Finanzvorstand Dr. Thomas Töpfer werden nun gleich in ihren Reden noch im Detail auf diese von mir genannten Aspekte eingehen. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Tagesordnung wie in der Einberufung veröffentlicht. Wir beginnen mit den Tagesordnungspunkten 1 und 2. Diese betreffen die vorzulegenden Abschlüsse und Berichte sowie den Gewinnverwendungsbeschluss. Meine Damen und Herren, damit übergebe ich nun das Wort an den Vorstandsvorsitzenden der Covestro AG, Herrn Dr. Markus Steilemann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, im Namen des gesamten Vorstands der Covestro AG herzlich willkommen zu unserer Hauptversammlung. Auch in diesem Jahr sehen wir uns virtuell. Das ist für uns alle inzwischen nichts Außergewöhnliches mehr. Seit gut einem Jahr ist der virtuelle Austausch fester Bestandteil unseres Lebens. Das gilt auch für uns bei Covestro. Unsere Kommunikation hat sich durch Corona verändert. Genauso wie unsere betrieblichen Abläufe. Wir haben diese Herausforderung als Chance genutzt und digitale Lösungen noch stärker in den Fokus gerückt. Und wir haben sie innerhalb kürzester Zeit global umgesetzt. Auch das hat uns als Team noch mehr zusammengeschweißt. Während wir in Wirtschaft und Gesellschaft bei der Digitalisierung einen weiteren großen Sprung nach vorn gemacht haben, hat ein Pionier der Digitalisierung in dieser Zeit den Blick auf eine ungleich größere Aufgabe gerichtet, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Unter diesem Buchtitel hat Microsoft Mitbegründer Bill Gates viele interessante und vielversprechende Ideen und Impulse für diese Menschheitsaufgabe zusammengetragen. Und es gibt keinen passenderen Moment, um diesem Thema wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Was ich am Buch von Bill Gates schätze, dass er nicht anklagt und nicht nur das Problem sieht. Stattdessen sucht er pragmatische Lösungen. Wie wir ist auch er davon überzeugt, dass hochwertige Kunststoffe der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft sein können. Gates spricht von Chancen, von alternativen Rohstoffen, davon, Kohlendioxid als Rohstoff für Kunststoffe zu nutzen, von Klimarendite durch Einsatz innovativer Werkstoffe, etwa für leichtere Fahrzeuge oder bessere Windkrafträder. All das sind Ansätze, an denen auch wir bereits intensiv arbeiten. Denn genau das ist der Daseinszweck von Covestro. Wir wollen die Welt lebenswerter machen. Das ist unser Anspruch. Und auch die Coronavirus-Pandemie hat uns davon nicht abgebracht. Unsere Vision ist klar. Wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Und wir wollen auf diesem Weg eine Vorreiterrolle einnehmen. Unsere Produktion basiert aktuell noch überwiegend auf fossilen Rohstoffen. Das wollen wir ändern. Um das zu erreichen, ersetzen wir Rohstoffe wie Erdöl oder Kohle durch nachhaltigere Alternativen. Wo immer das möglich ist, tun wir das bereits heute. Damit eng verknüpft ist innovatives chemisches Recycling. Unsere Vision ist ambitioniert und technologisch hochanspruchsvoll. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Partnern und Kunden zusammen und kooperieren über unsere eigene Branche hinaus. Gemeinsam erschließen wir neue, nachhaltige Geschäftsmodelle und machen Technologien auf breiter Basis nutzbar. So werden wir auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft noch schneller vorankommen. Zudem ist unsere Produktion energieintensiv. Deshalb sind gerade wir auf erneuerbare Energien angewiesen. Um unsere Vision zu verwirklichen, treiben wir daher die Energiewende aktiv voran. Wo immer es möglich ist, setzen wir auf nachhaltige Energiequellen. So decken wir künftig einen erheblichen Teil unseres Strombedarfs in Deutschland durch Windenergie aus Offshore-Windkraftanlagen. Dafür haben wir bereits im Dezember 2019 einen langfristigen Vertrag mit dem Energieanbieter Örstedt geschlossen. Und wir setzen nun auch für unsere Produktion in Antwerpen auf erneuerbare Energien. Dort beziehen wir seit dem 1. April 2021 rund 45 Prozent unseres Strombedarfs aus Windkraftanlagen und reduzieren so den ökologischen Fußabdruck von Covestro in Belgien um mehr als 38.500 Tonnen Kohlendioxid. Das entspricht den Emissionen von 20.000 Fahrzeugen pro Jahr. Wir sind überzeugt, damit setzen wir wichtige Impulse für eine nachhaltigere Industrieproduktion. Meine Damen und Herren, Nachhaltiges Wachstum ist eines unserer Kernthemen. Ein weiterer Beleg dafür ist der Kauf des Geschäftsbereichs Resins und Functional Materials, kurz RFM, von DSM im vergangenen September. Die Transaktion haben wir am 1. April diesen Jahres erfolgreich abgeschlossen. Wir sind nun einer der weltweiten Marktführer im Bereich nachhaltiger Beschichtungsharze. Bei der Umsetzung unserer Strategie haben wir damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Und das trotz aller Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie für unser operatives Geschäft im vergangenen Jahr. RFM passt perfekt zu uns. Die Produkte und Technologien ergänzen das Portfolio unseres Segments Coatings, Adhesive Specialties, kurz CAS, ideal. Insgesamt wird RFM einen zusätzlichen Umsatz von rund einer Milliarde Euro zum Konzernumsatz beitragen. Zugleich verbreitern wir durch diese Übernahme die Basis unserer Abnehmerindustrien und Bauen unsere Position in wachstumsstärkten Märkten gezielt aus. Auch als Teil von DSM hat RFM bereits ambitionierte Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Rund 85 Prozent des Portfolios bestehen heute schon aus nachhaltigen Technologien. Damit ist diese Transaktion für uns auch ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu nachhaltigerem Wirtschaften. Ab 2025 rechnen wir durch die nun anlaufende Integration mit Synergien in Höhe von 120 Millionen Euro pro Jahr. Der Kaufpreis von rund 1,6 Milliarden Euro liegt damit nach Synergien beim 5,7-fachen des EBITDA von RFM. Das heißt, auch finanziell ist die Übernahme sehr attraktiv. Die RFM-Übernahme war aber nur eines von vielen Projekten, die wir 2020 erfolgreich vorangebracht haben. Lassen Sie mich nur ein paar Beispiele hervorheben. Nehmen wir die Nutzung von Kohlendioxid als Rohstoff. Die Möglichkeit, CO2 als Werkstoff nutzbar zu machen, ist ein elementarer Schritt auf dem Weg zu zirkulären Prozessen. In Shanghai haben wir 2020 erstmals einen Gehweg aus unserem kohlendioxidbasierten Material Cardion verlegt. Dieser Werkstoff spart bei der Produktion bis zu einem Fünftel Rohöl ein. Und seine Anwendungsgebiete sind breit gefächert. Er kommt etwa bei der Produktion von Matratzen und Polstermöbeln oder auch in Autoinnenräumen zum Einsatz. Auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz haben wir vorangetrieben. Mit digitalen Technologien wollen wir unser Unternehmen effizienter und nachhaltiger machen. Ein Beispiel ist die Partnerschaft zwischen Google und Covestro im Bereich Quantum Computing. Gemeinsam entwickeln wir diese Technologie weiter, um sie zur Lösung chemischer Herausforderungen einzusetzen. Das bedeutet deutlich weniger Zeitaufwand, geringerer Ressourceneinsatz und effizientere und umweltfreundlichere Prozesse. Über solche strategischen Partnerschaften haben wir bereits große Erfolge erzielt. Ich denke dabei zum Beispiel an unsere Zusammenarbeit mit Neste und Borealis. Zusammen arbeiten wir daran, fossile Rohstoffe durch nachhaltige Werkstoffe zu ersetzen. Und wir sind erfolgreich. Heute können wir bei der Herstellung von Polycarbonat auf zertifiziert massenbilanzierte Rohstoffe zurückgreifen. Erneuerbare Rohstoffe werden ausgewählten Endprodukten zugeordnet und ermöglichen so ein breites Spektrum an nachhaltigen Produkten. Auch bei der Produktion haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Seit Oktober 2020 betreiben wir in Brunsbüttel erfolgreich eine Pilotanlage auf Basis unserer neuen ADIP-Technologie. Dank dieser Technologie brauchen wir bei der Reaktionsführung keine externe Wärme mehr und reduzieren so den CO2-Ausstoß unserer dortigen Produktionsanlagen. In Brunsbüttel optimieren wir die Technologie aus Deutschland für die Welt, um durch ihren flächendeckenden Einsatz die Energieeffizienz unserer Produktion zukünftig massiv zu verbessern. Das Umweltbewusstsein nimmt in allen Bereichen unseres Lebens beständig zu. Auch unsere Kunden drängen auf mehr Nachhaltigkeit. Politische Programme wie der European Green Deal zeigen die Richtung auf. Klar ist, die CO2-Emissionen müssen sinken. Mit unseren Technologien sind wir für diese Entwicklung sehr gut aufgestellt. Wir senken aktiv die CO2-Emissionen unserer Produktionsanlagen und wir verbessern die Klimabilanz unserer Wertschöpfungsketten. Damit haben wir die richtigen Antworten, um als Vorreiter der chemischen Industrie voranzugehen. Ungeachtet dieser wichtigen langfristigen Ziele, das Jahr 2020 stand zunächst vor allem im Zeichen der Coronavirus-Pandemie. Nach dem Ausbruch des Virus haben wir schnell und konsequent gehandelt. Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte und hat dabei zu jeder Zeit höchste Priorität. Unsere Mitarbeitenden in der Verwaltung arbeiten überwiegend von zu Hause aus. In der Produktion ist das nicht immer möglich. Hier haben wir daher sehr schnell umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen umgesetzt. Und zum Beispiel zusätzliche persönliche Schutzausrüstung ausgegeben. Und wir haben die Kontaktpunkte zwischen den einzelnen Arbeitsschichten in unserer Produktion minimiert. Zusätzlich stellen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unseren deutschen Standorten Selbsttests zur Verfügung. Und natürlich unterstützen wir auch die Impfkampagne der deutschen Bundesregierung. Wir möchten unseren Mitarbeitern in Deutschland ein freiwilliges und kostenfreies Impfangebot machen. Dazu wollen wir unsere Infrastruktur und die betriebsärztlichen Einrichtungen nutzen. Dafür gibt es aber eine wesentliche Voraussetzung, dass nicht nur für die Belegschaft im Werk, sondern für die gesamte Bevölkerung genügend Impfstoff zur Verfügung steht und die politischen Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen wurden. Auch unsere Lieferketten haben wir aktiv gesteuert. So konnten wir unsere Kunden gewohnt zuverlässig beliefern. Gerade zu Beginn der Pandemie haben wir unter großer gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit gearbeitet. Umso wichtiger war es für uns, zu jeder Zeit handlungsfähig zu bleiben. Ein Schlüsselfaktor dafür war die Stärkung unserer Liquiditätsposition. Dazu haben wir umfassende Finanzierungsmaßnahmen ergriffen. Im Ergebnis verfügte Covestro zum 31. Dezember 2020 mit 2,5 Milliarden Euro über eine ausgesprochen starke Liquiditätsposition. Mit unserer syndizierten Kreditfazilität über 2,5 Milliarden Euro haben wir uns zusätzlich eine starke Liquiditätsreserve gesichert. Unsere Finanzierungsmaßnahmen verknüpfen wir dabei, wo immer möglich, mit Nachhaltigkeitskriterien. Denn unsere Vision ist Leitbild für all unsere unternehmerischen Entscheidungen. Thomas Töpfer wird darauf gleich detailliert eingehen. Eine Maßnahme zur Liquiditätssicherung möchte ich an dieser Stelle besonders hervorheben. Denn sie ist ein eindrucksvoller Beleg für unsere Wir sind eins-Kultur. Im Frühjahr 2020, zur Hochzeit der ersten Pandemiewelle, sah die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Jahres düster aus. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern haben wir uns daraufhin auf eine besondere Solidarmaßnahme geeinigt. Ein freiwilliger Lohnverzicht bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung. Das Ergebnis 96 Prozent der Belegschaft in Deutschland, inklusive Vorstand und Aufsichtsrat, haben sich an dem Modell beteiligt. Die Kolleginnen und Kollegen an den internationalen Covestro-Standorten haben vergleichbare landesspezifische Maßnahmen umgesetzt. Die Einbußen waren unterschiedlich. Vorstand und Aufsichtsrat haben sechs Monate auf 15 Prozent ihrer Festbezüge verzichtet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaffelt auf weniger. Zu keinem Zeitpunkt haben wir Kurzarbeit oder andere staatliche Unterstützung in Anspruch genommen. Und unsere Maßnahmen waren erfolgreich. Daher haben wir im Dezember 2020 allen beteiligten Mitarbeitenden eine Sonderzahlung in Höhe des Einkommensausfalls gezahlt. Unterm Strich also weniger Arbeit bei gleichem Verdienst. Ein toller Beweis für den Teamgeist in unserem Unternehmen. Und ein Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im letzten Jahr wirklich Außerordentliches geleistet haben. All diese Maßnahmen waren überaus erfolgreich. Besonders deutlich wird dies, wenn Sie unsere Ergebnisse mit der Vor-Corona-Prognose von Anfang 2020 vergleichen. Die Pandemie hat die globale Industrieproduktion 2020 ausgebremst. Auch wir mussten beim Mengenwachstum insgesamt Einbußen hinnehmen. Das ist insbesondere auf das erste Halbjahr 2020 zurückzuführen. Während dieser Zeit war unser Geschäft weltweit massiv von der Pandemie beeinflusst. Ab dem dritten Quartal haben wir dann über alle Kundenindustrien und Regionen hinweg jedoch eine sehr dynamische Erholung der Nachfrage erlebt. Am Ende des Jahres haben wir mit dem vierten Quartal trotz der Pandemie das stärkste Quartal in den vergangenen zwei Jahren abgeliefert. Insgesamt haben wir einen Konzernumsatz von 10,7 Milliarden Euro erreicht und liegen damit im Rahmen dessen, was Analysten pandemiebedingt erwartet haben. Wichtiger für uns ist, was wir selbst stärker in der Hand hatten. Vor dem Ausbruch der Pandemie hatten wir ein EBITDA zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden Euro prognostiziert. Und wir haben trotz der Krise 1,5 Milliarden Euro erreicht. Das zeigt eindrucksvoll, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Unsere Vor-Corona-Prognose für den Free Operating Cash Flow haben wir mit 530 Millionen Euro deutlich übertroffen. Auch beim Return on Capital Employed liegen wir mit sieben Prozent am oberen Ende unserer ursprünglichen Prognose für 2020. Zusammengefasst, wir haben schnell und richtig auf die Krise reagiert. Wir waren zu jeder Zeit handlungsfähig und wir haben starke Ergebnisse erzielt. Und damit übergebe ich das Wort an Thomas Töpfer. Er wird Sie detailliert durch die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres führen. Bitte, Thomas. Vielen Dank, Markus. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer virtuellen Hauptversammlung. Ich freue mich, Sie nun durch die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 zu führen. Beginnen wir mit der Entwicklung unserer Absatzmengen. Und Sie sehen, die Pandemie hat sich in allen Regionen negativ ausgewirkt. Überall waren die Absatzmengen rückläufig. In der Re Region Asien-Pazifik um 4,4 Prozent, in Nordamerika um 6,4 Prozent, und in Europa um 6,2 Prozent. Und insgesamt sind die Absatzmengen damit um 5,6 Prozent zurückgegangen. Allerdings hat sich die globale Nachfrage nach unseren Produkten im zweiten Halbjahr sehr dynamisch erholt. In Europa sind wir im Vorjahresvergleich ab dem dritten Quartal wieder gewachsen. Und auch in Nordamerika hat sich im Vergleich zu 2019 im vierten Quartal ein starkes Wachstum ergeben. In China waren wir sogar bereits im zweiten Quartal wieder auf Wachstumskurs. Und in einigen Absatzindustrien konnten wir trotz Corona im gesamten Geschäftsjahr 2020 sogar zulegen. Dazu gehören die Bauindustrie in Asien, die Elektronikindustrie in Europa und die Möbel- und Holzindustrie in den Vereinigten Staaten. Und das zeigt, die Nachfrage nach unseren Produkten ist ungebrochen hoch, auch inmitten einer globalen Pandemie. Der Einbruch im ersten Halbjahr hat uns dennoch, wie alle Unternehmen, zunächst vor große Herausforderungen gestellt. Die Sicherung unserer Liquiditätsposition war in dieser Situation erfolgskritisch, um unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren. Und deshalb haben wir schnell und konsequent reagiert und unsere kurzfristigen Sparmaßnahmen verschärft. Das betrifft beispielsweise die Beschaffung, Reisekosten oder Investitionen. Ursprünglich hatten wir für 2020 mit Einsparungen in Höhe von 200 Millionen Euro geplant. Und diese Zielvorgabe haben wir deutlich erhöht und bis zum Jahresende Einsparungen von insgesamt 360 Millionen Euro erreicht. Profitiert haben wir auch von unseren langfristigen strukturellen Maßnahmen. Unser laufendes Effizienz- und Effektivitätsprogramm Perspective haben wir weiter konsequent umgesetzt und bis zum Jahresende vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. 2020 haben wir über die Straffung unseres Standardgeschäfts noch einmal 130 Millionen Euro eingespart und über die gesamte Laufzeit des Programms haben wir damit, wie geplant, Einsparungen in Höhe von 350 Millionen Euro erreicht. Meine Damen und Herren, wir haben angesichts der Pandemie rechtzeitig reagiert. Unser Maßnahmenpaket hat erheblich zu unserem starken Ergebnis beigetragen und hinzu kam die Nachfrageerholung ab der Jahresmitte. Damit sind wir im zweiten Halbjahr auf unseren Wachstumskurs zurückgekehrt. Und mit rund 1,5 Milliarden Euro haben wir 2020 ein operatives Ergebnis fast auf Vorjahresniveau erreicht. Ein großer Erfolg in diesem außergewöhnlichen Jahr. Der größte negative Effekt in der EBITDA-Brücke, die Sie hier sehen, ist insbesondere auf die pandemiebedingt rückläufigen Absatzmengen zurückzuführen. Das hat sich mit 400 Millionen Euro in unserem Ergebnis niedergeschlagen. Und auch die Wechselkurseffekte waren, wie Sie sehen, mit 26 Millionen Euro leicht negativ. Das Preisdelta war im Gesamtjahr mit 132 Millionen Euro leicht positiv. Und den größten positiven EBITDA-Beitrag zeigt der Bereich Sonstiges. Und darin enthalten sind Einsparungen aus kurzfristigen Maßnahmen und unserem Effizienz- und Effektivitätsprogramm Perspective in Höhe von insgesamt 350 Millionen Euro. Werfen wir nun einen Blick auf die Bilanz des Geschäftsjahres 2020. Covestro ist äußerst solide aufgestellt. Trotz der erheblichen Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie haben wir unsere Bilanz im vergangenen Jahr gestärkt. Unsere Nettoverschuldung haben wir um beinahe 500 Millionen Euro auf rund 2,5 Milliarden Euro reduziert. Und auch der Verschuldungsgrad ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen er liegt zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres beim 1,7fachen unseres EBTA. Gleichzeitig ist unsere Eigenkapitalquote mit soliden 44% nahezu stabil geblieben. Und damit verbunden ist auch weiterhin unser klares Bekenntnis zum Erhalt eines soliden Investment Grade Ratings. Mit 2,5 Milliarden Euro verfügt Covestro über eine ausgesprochen starke Liquiditätsposition und dies ist auf zwei Haupttreiber zurückzuführen. Erstens ein starker Free Operating Cashflow zum Jahresende. Und zweitens unsere im Oktober 2020 durchgeführte Kapitalerhöhung als Refinanzierungsmaßnahme für die RFM-Akquisitionen. Im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens haben wir 10,2 Millionen Aktien platziert und so einen Bruttoemissionserlös von 447 Millionen Euro erzielt. Und mit diesem Erlös wurde nun ein Teil der RFM-Übernahme finanziert. Zum Zwecke der Finanzierung haben wir uns insofern entschlossen, das im vergangenen Jahr von der Hauptversammlung geschaffene genehmigte Kapital 2020 teilweise auszunutzen. Diese Entscheidung haben wir nach Abwägung aller Interessen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre getroffen. Und zusätzlich haben wir im Juni 2020 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro erfolgreich platziert. Unsere starke Liquiditätsposition hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir jederzeit handlungsfähig waren. Und trotz der Corona-Belastung konnten wir so die Akquisition von RFM stemmen, die wir 2021 kurz vor Ostern erfolgreich abgeschlossen haben. Gleichzeitig ist die Pandemie noch nicht vorüber. Auch wenn sich unser Geschäft im zweiten Halbjahr merklich erholt hat, das gesamte wirtschaftliche Umfeld bleibt unsicher. Und umso wichtiger bleibt auch in diesem Jahr eine starke Liquiditätsposition. Mit unserer syndizierten Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro verfügen wir über robuste Liquiditätsreserven, auf die wir jederzeit zurückgreifen können. Und damit sind wir bereits beim Thema Finanzierung angekommen. Lassen Sie es mich heute einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel beleuchten. Wir richten Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Dies ist unsere Vision. Aber sie leitet jedoch nicht nur unser operatives Geschäft. Sie ist vielmehr die Maßgabe all unseren unternehmerischen Handelns. Und deshalb haben wir auch unsere Finanzierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr klar auf Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Nehmen wir also unsere syndizierte Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro. Wir haben sie mit einem ESG-Rating verknüpft. Und das heißt konkret, die Zinskomponente fällt umso geringer aus, je besser wir uns bei den zugrunde liegenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards entwickeln. So setzen wir uns weitere Anreize für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Und dass wir in diesen Bereichen bereits heute gut aufgestellt sind, zeigt auch der Kredit der Europäischen Investitionsbank über 225 Millionen Euro. Dort ist die Erfüllung hoher technischer und ökologischer Standards Voraussetzung bei der Kreditvergabe. Und die Kreditsumme investieren wir wiederum vollständig in nachhaltigkeitsorientierte Forschungsprojekte. Sie sehen, die konsequente Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft leitet uns in allen Unternehmensbereichen. Die zehnfache Überzeichnung unserer im Juni 2020 platzierten Anleihe zeigt das ungebrochen große Interesse unserer Investoren. Und sie ist damit ein eindrucksvoller Beweis für ihr Vertrauen in unseren Weg. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wir wollen Sie am Erfolg unseres Unternehmens beteiligen und eine attraktive Dividende ausschütten. Schütten. So hat es Tradition bei Covestro und so werden wir es auch in Zukunft handhaben. Heute schlagen wir Ihnen eine Dividende in Höhe von 1,30 Euro pro Aktie vor. Und mit diesem Vorschlag liegen wir trotz Corona über den 1,20 Euro aus dem Vorjahr. Und wir möchten darüber hinaus unsere Dividendenpolitik anpassen. Zukünftig möchten wir zwischen 35 und 55 Prozent unseres Jahresüberschusses ausschütten. Und damit können wir flexibler auf die Entwicklung unseres Geschäfts reagieren und schaffen einen stärkeren Bezug zur wirtschaftlichen Gesamtlage von Covestro. In Jahren mit hohen Ergebnissen werden wir uns tendenziell am unteren Ende des Korridors bewegen und dennoch hohe Dividenden auszahlen. In herausfordernden Jahren werden wir die Ausschüttung am oberen Ende des Korridors ansetzen. Und so stellen wir sicher, dass wir unseren Investoren immer eine attraktive Dividende zahlen. Mit unserem Vorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr erreichen wir eine Ausschüttungsquote von 55% Prozent und wir liegen damit klar am oberen Ende des Korridors. Blicken wir zum Abschluss auf unsere Prognose für das Jahr 2021. Diese haben wir für unser EBITDA den Free Operating Cashflow sowie den Return on Capital Employed am 13. April 2021 angehoben. Seit dem zweiten Halbjahr 2020 haben wir deutlich an Momentum gewonnen und das vierte Quartal sehr erfolgreich abgeschlossen. Und auch in das neue Geschäftsjahr sind wir mit viel Schwung und Dynamik gestartet. Wir rechnen daher für das Gesamtjahr 2021 mit einem starken Mengenwachstum im Kerngeschäft zwischen 10 und 15 Prozent. Und das RfM-Geschäft wird sechs Prozentpunkte dazu beitragen. Insgesamt werden wir die Rückgänge aus der Pandemie mehr als ausgleichen und unsere Absatzmengen aus dem Jahr 2019 übertreffen. Und beim EBITDA erwarten wir für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend unserer Anpassung in dieser Woche nun 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro. Und auch hier werden wir deutlich über dem Vorpandemieniveau von 1,6 Milliarden Euro aus dem Jahr 2019 liegen. Beim Return on Capital Employed gehen wir von einem Wert zwischen 12 und 17 Prozent aus. Und auch beim Free Operating Cashflow streben wir mit 1,3 bis 1,8 Milliarden Euro eine signifikante Steigerung gegenüber 2019 an. Dementsprechend positiv ist auch unser Ausblick auf das erste Halbjahr 2021. Das vorläufige EBITDA für das erste Quartal beträgt 743 Millionen Euro und ist damit das stärkste Quartal der letzten zweieinhalb Jahre. Und für das zweite Quartal erwarten wir ein EBITDA zwischen 730 und 870 Millionen Euro. Und mit diesem sehr positiven Ausblick gebe ich nun gerne zurück an Markus Steilemann. vielen dank thomas meine damen und herren sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre! das vergangene jahr war herausfordernd für die welt für deutschland für covestro aber wir haben richtig reagiert und sind erfolgreich durch das ausnahmejahr gekommen. unsere position als eines der weltweit führenden chemieunternehmen haben wir untermauert. darauf sind wir stolz. aber wir ruhen uns darauf nicht aus. Die Welt verändert sich weiter rasant. Nehmen wir zum Beispiel die Digitalisierung. Die Coronavirus-Pandemie hat hier im letzten Jahr wie ein Beschleuniger gewirkt. Oder den Komplex Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Pandemie hat dessen enorme Bedeutung nur kurzfristig überlagert. Klimawandel, Umweltverschmutzung, schwindende Ressourcen, diese Themen bleiben die großen Herausforderungen unserer Zeit. Das hat auch Auswirkungen auf unsere Kunden- und Abnehmerindustrien. Sie alle verändern sich oder richten sich neu aus. Ich denke hier zum Beispiel an die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität, an energiearmes Bauen oder auch an die strukturellen Änderungen in der Energiewirtschaft. Klima- und Umweltschutz betreffen uns alle. Es sind globale Herausforderungen, für die jeder von uns seinen Teil beitragen muss. Mit unseren Hochleistungsprodukten können wir dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu reduzieren wir den Energieeinsatz und die Emissionen in unserer Produktion und setzen vermehrt auf nachhaltige Rohstoffe. Wir sind überzeugt, die Kreislaufwirtschaft ist ein entscheidender Teil der Antwort auf diese globalen Herausforderungen. Deshalb gehen wir konsequent weiter voran. Wir stehen nicht still. Wir nehmen den Wandel an und stellen Covestro bestmöglich für die Zukunft auf. Dazu haben wir in den letzten Monaten unsere neue Strategie ausgerichtet. Die neue Strategie mit dem Namen Sustainable Future folgt unserer Vision. Wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Dabei streben wir nach einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Wirtschaft. Mit, zirkulär, mit unseren zirkulären Produkten Arbeiten wir an Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit und ebnen so den Weg für morgen. Die neue Strategie besteht aus drei Kapiteln. Mit dem ersten Kapitel bringen wir Covestro optimal in Position und schaffen noch passgenauere Strukturen, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Im zweiten Kapitel verbinden wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wir richten Investitionen und Akquisitionen konsequent nach diesen beiden Aspekten aus und investieren langfristig in attraktive und nachhaltige Marktsegmente. Nachhaltigkeit ist dabei jedoch nicht das einzige Kriterium. Wir steuern unsere Investitionen auch nach klaren Rentabilitätskriterien und schaffen so maximalen Wert für Covestro und damit natürlich auch für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Auch unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden wir konsequent auf Nachhaltigkeit ausrichten. Bis 2025 sollen 80 Prozent unserer Entwicklungsprojekte auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einzahlen. Auf diese Weise werden wir auch unser Produktportfolio im Einklang mit den Vereinten Nationenzielen noch nachhaltiger aufstellen. So treiben wir unser nachhaltiges Wachstum konsequent voran. Das dritte Kapitel beinhaltet unsere Vision, denn wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Wirtschaft zu beschleunigen. Hier geht es ganz konkret um die Abkehr von fossilen Rohstoffquellen. Das betrifft einerseits die Stromversorgung. Wir arbeiten konsequent darauf hin, 100 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Aber auch die Produktion ist ein wichtiger Hebel. Wir werden Rohstoffe wie Erdöl langfristig vollständig durch alternative Rohstoffe ersetzen. Ich denke dabei an Werkstoffe wie Biomasse. Kohlendioxid oder recycelte Altmaterialien. So schließen wir die Kohlenstoffkreisläufe und erreichen zunehmend Klimaneutralität. Für Covestro selbst, aber auch für die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen. Bei der Umsetzung unserer neuen Strategie kommen wir zügig voran. Einen ersten großen Meilenstein werden wir bereits im Sommer erreichen. Im Rahmen des ersten Strategiekapitels werden wir unsere, unser Geschäft noch konsequenter auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zuschneiden und vor allem noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten. Was heißt das konkret? Wir planen zum 1. Juli diesen Jahres, unsere Organisation neu aufzustellen und unsere bislang drei Geschäftssegmente in sieben neue Einheiten zu überführen. Das erlaubt es uns, sie noch präziser Entlang ihrer jeweiligen Erfolgsfaktoren aufzustellen. Die neuen Einheiten erhalten dabei zugleich mehr unternehmerische Verantwortung. Das heißt, dass wir alle operativ erfolgskritischen Aktivitäten direkt in die neuen Einheiten einbetten. Auch Vertrieb und Produktion fallen zukünftig in ihre direkte Zuständigkeit. So können sie ihre Kunden bestmöglich betreuen. Die neuen Einheiten teilen sich in zwei große Bereiche auf. Performance-Materialien auf der einen und das Lösungs- und Spezialitätengeschäft auf der anderen Seite. Mit diesem Schritt folgen wir unseren Kunden, deren Anforderungen in beiden Bereichen völlig unterschiedlich sind. Im Bereich Performance-Materialien beliefern wir unsere Kunden zuverlässig mit hochqualitativen Standardchemikalien zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Wechselbereitschaft der Kunden in diesem Bereich ist hoch. Das heißt für uns einerseits, dass wir unsere weltweite Kostenführerschaft weiter ausbauen müssen. Andererseits müssen wir die Verfügbarkeit unserer Produkte sicherstellen. Die optimale Auslastung unserer Produktionsanlagen ist ein Schlüssel dazu. Auf der anderen Seite steht das Lösungs- und Spezialitätengeschäft. Hier geht es um komplexe Produkte mit hohem Innovationsdruck und die Bedürfnisse auf Seite unserer Kunden sind viel individueller. Wir adressieren sie mit maßgeschneiderten Produkten und Lösungen und unterstützen unsere Kunden mit unserer technischen Expertise bei der Entwicklung und Verbesserung von Spezialprodukten. Unsere neue Struktur macht das noch besser möglich. Wir bündeln unsere Produkte nicht mehr nach chemischer Beschaffenheit, sondern nach ihren spezifischen Kundenanforderungen. So werden wir ein noch besserer Partner für unsere Kunden und bauen unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter aus. Lassen Sie mich zum Abschluss zusammenfassen. Wir haben im vergangenen Jahr gezeigt, Covestro kann Krisenmanagement. Doch darauf ruhen wir uns nicht aus. Im Gegenteil, wir stellen aktiv die richtigen Weichen für die Zukunft. Wir rücken unsere Kunden noch mehr als bisher in den Mittelpunkt und richten unsere Prozesse und Produkte noch stärker an ihren Bedürfnissen aus. Denn wir wollen der bestmögliche Partner für unsere Kunden sein. Mit unserer neuen Strategie vereinen wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Durch Investitionen in attraktive und nachhaltige Marktsegmente treiben wir die Weiterentwicklung unseres zukunftsfähigen Portfolios gezielt voran. So erreichen wir nachhaltiges Wachstum. Und mit unseren maßgeschneiderten Strukturen werden wir deutlich effektiver und effizienter. Kurzum, wir bringen uns optimal in Position und werden noch wettbewerbsfähiger. Damit schaffen wir beste Voraussetzungen, um unsere führende Position nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Und dabei bleiben wir, das ist ganz klar, Vorreiter auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie unsere Jahreshauptversammlung verfolgt haben. Sie haben etwas verpasst. Auf unserer Website finden Sie alle Details. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen. Wir versuchen, sie schnellstmöglich zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.